natürlich will ich das direkt machen. Du informierst dich über die Situation der Kinder, die in der Höhle hineingezogen. Dann ruft Kleda alle zusammen. Ich habe die Liste überprüft. Die meisten der Schüler wurden. Ich habe Liste überprüft. Boah, ich wusste, da stand. Ich wusste, das sah irgendwie komisch aus. Da haben wir unseren Grammatikfehler für diesen Part, ne? Ich muss mal echt Screenshots davon machen, ne? Die meisten der Schüler wurden nicht in die Höhle gezogen. Mit Ausnahme von Emily, schau und dann. Ben, wenn du ja Lehrer wärst, hättest du das bestimmt besser gehandhabt als ich. Grace, das war nicht deine Schuld. Also, das war Kollege. Boah. Ja, Verantwortungslosigkeit des Direktors hat zur Höhlenexpansion geführt. Ich werde ihn sicher nicht damit davonkommen lassen. Jedenfalls direkt die Zeit. Wir müssen zuerst in die Höhle gehen. Keine Sorge, in der Höhle wird sich unser verlässlichster Proxy anschließen. Zurück in der Videothek, alles klar. So, genau so muss das. Direkt wieder weiter geht's. Genau so finde ich das gut. So, da haben wir Feuer. Dann machen wir mal so was. Dann kann die Höhle unmöglich so schwer sein, wenn nur Kleda steuerbar ist. Auf Wiedersehen, Schule. Ja, kann halt ja wohl nicht so schwierig sein, wenn ich nur sie steuern kann, ne? Sag mal, ja, haben wir schon die erste Dings. Kann ja nicht so lang sein, dann. Oh, die schießen sich uns an, nehme ich an, ne? Ja, hallo zusammen.迷子の子供を3人も探すんだ。人手は多い方が確実だ。ホローナイで生命反応のあったエリアはもう特定してあるよ。みんなで手分けして徹底的に探して。ああ、それが手っ取り早い。私はプロ騎士の方について。みんな効率よく敵パキやってくれ。ご安全に。さあ、さあ、見てんかつにつかにしれん。 Stehen wir nicht wieder erst noch 20 Minuten rum und besprechen, was als nächstes passiert. Geht direkt weiter. Meine Güte, ey. Genshin Impact, schau nur dich an. Da muss er immer erst heilen. So, oh, okay. Aber wir müssen uns beeilen, ne? Wir müssen uns noch hier anmelden für dieses Turnier, ne? Also lass uns erstmal jetzt 20 Minuten noch stehen und darüber reden, wie wir uns gleich anmelden. Oh. Es tut mir leid. Ich mag das Spiel ja. Wünsche nur, es wird einige Sachen verbessern. Und ich mit diesem Spiel meine ich Genshin natürlich. Ne? Dem Spiel habe ich ja noch gar keine Probleme. Außer mit der deutschen Übersetzung, mit den ganzen Rechtschreibfehlern. Ups. Ich wollte noch nicht. Nein. Hast du irgendwelche Kinder gesehen? Okay, mein Bruder. Ja, die Art, wie sie Master sagt, ne, regt mich so auf. Das ist irgendwie so. So, Master. Hat irgendwie so was Arrogantes, so was. So, so, ich mache mich über dich lustig irgendwie. Master. Aber kann ich mit dir diese Dinge entfernen? Oh ja, ich wusste es. Schließt sich uns so an, ne? Ich wusste es. Oh ja, noch irgendwo eins. Nee. Das Ben. Was los, Ben?
Dann mal meinen Platz. So, jetzt haben wir eine ganze Gruppe von Bellbock Industries ausgezeichnet. Dann machen wir die fertig. Oh, dann hat jetzt Kollege wieder ihre Super Ultimate, ne? Nein, deswegen sollte schon Ben trainieren oder irgendjemand anderen von Bellbock Industries. Ja, und Ben wäre auch irgendwie die der einzige Charakter, der irgendwie noch in Frage kommt. Irgendwie Grace und Anton finde ich zwar auch gut, aber von den allen mag ich Koleda und Ben am liebsten. Weil ich. Außerdem ist er ein Verteidiger. Wäre vielleicht nicht schlecht, mal einen weiteren Verteidiger zu haben. Ne? Ich werde ja gleich für Seth rollen, der ist ja auch ein Verteidiger, ne? Dann möchte ich zwei haben, aber trotzdem. Außerdem ist Ben cool. Ich habe noch andere Charaktere priorisiert. Im Moment bin ich noch Rina am Hochleveln. Ne, Billy bin ich gerade am Hochleveln. Bei Rina habe ich auf Level 50 gemacht. Ich finde alles ehrlich gesagt erstmal in Ordnung. Ihre Waffe habe ich auch schon irgendwie hochgelevelt und so. Ich habe noch Grace, genau. Ah, okay. Ja, Seth muss ja auch hochleveln, genau. Mich zwei Sicherheitsoffizier Charaktere ab. Naja, war das Kollege. Mein Gott, hat er viel abgezogen. Naja, genau. Wir haben so einen richtigen Kombinationsangriff hier. Aua. Ja. Vielleicht hat er mich angreift. Nämlich. So, oh, okay. Da war noch irgendwie. Da war gerade eine Kiste mit Energie. Die hätte ich vielleicht noch einsammeln können. Okay. Ah, okay. Schneller. Ausgezeichnet. Keine Sorge, Anton. Mein Bruder. Wir helfen dir. Mein Bro, Aniki. Wo bist du? Von Jane gibt übrigens noch gar keine Dings hier, keine Agentenquest oder so, ne? Und ich habe erst gedacht, der Grund dafür liegt einfach nur daran, weil sie eine ganze Nebengeschichte hatte, ne? Vielleicht gibt es deswegen von ihr keine Quest, aber ich glaube, von ihr gibt es gar nicht so eine Wallpaper hier zum Freischalten. Und die tut man ja normalerweise freischalten, wenn man hier. Das stand einfach nur da. Die schaltet man ja eigentlich nur frei, wenn man die Agentenquest von einigen Charakteren abschließt, ne? Und da es noch keine gibt, zähle ich eins und eins zusammen und denkt man einfach, ja, irgendwann kriegt sie eine Agentengeschichte. Nicht wahr? Nehme ich jetzt an, jedenfalls. Oder vielleicht gibt es eine und ich habe das einfach noch nicht gesehen. Ich mal gleich nachgucken. So. Dennis 30, glaube ich. Hey, yo. Da. あなたたちはどうしてこんなところに。わお。そりゃこっちのセリフだよ。お前みてえなクソが子供がフォローに入ったら危ねえだろ。 Oma, du bist die Tochter von dem einen, ne? Wie vor Wetten. Ja. Okay, das hätte man vielleicht auch am Anfang irgendwie herausfinden können, ne?
親子のあれこれには疎いからよ。そういうことなら校長が言ってた独自の情報源ってのはお前のことだな。私とグレースの様子に気づいて校長にチクった。ってとこまでは分かった。だがなんでここまで追ってきた。言ったでしょ。あなたたちと同じで、あの人がフォローで何をしてるか興味があったの。学校の近くにこのフォローが現れてからパパは服に変な粉をつけて帰ってくるようになった。 Ja, sie hat mit ihm geredet, ne? Sie hat ihn hat ja mit dem Staub gesagt, ne? Es war ein groß und schön, boah. Muss man davon Fotos machen und irgendwie mal auf so ein mal schicken, ja. お金だったらどうしようって。そう思ったら、どれだけ手を洗っても、なんだか汚いのが落ちない気がして。校長は、お前を転校させようとしたって言ったな。そうよ。私は頭がいいから、私立中学にエスカレーター式で行けるような、いいとこの学校に通わせようとしたんでしょうね。それか。 Dieser Direktor ist vielleicht doch ein anständiger Vater sein, Bauer ist. Das sind schon zwei Rechtschreibfehler innerhalb von nicht mal zwei Minuten. Was ist eigentlich los? Mein Gott, wir merken das nicht. そんなにしょっちゅうフォローを探検してんのか。誰か止めるやつはいねえのかよ。もうバカ。私のせいだ。二人は私が心配でついてきたんだから、私が探してあげなきゃ。くれた。私を助けてくれる。ああ、私に任せな。見つけたら安全に送り届けてやる。 んだよ。あなたって随分さっぱりしてるのね。私結構失礼なこと言ったから、ちょっとは根に持ってても良さそうなのに。人命救助が最優先だ。ガキに腹立ててる暇はねえんだよ。これが大人ってもんだ。覚えとけ。結構よ。バカみたい。ありがとう。 Ja, okay. Ja. Übersetzung. Ich werde mich nicht orientieren und anschließen. お兄ちゃん、どれから調べ。決まって探してくんだ。小森は俺に任しとけ。魚とヨット見つかった。Ist mir auch so, okay. Nochmal hier.
Segelboot. Warte mal. Die Orte sehen noch manchmal so aus. Hier tun sich alle zwei Schritte bewegen. Also sie wartet irgendwie auf an dem Segelboot. Was sind das für Dinger? Seid ihr für Viecher? Hallo? Ah, ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich die manchmal reiche, manchmal nicht. Aber die geben mir Geld. Oh ja. Alles klar. Ich weiß nicht, was das sollte, aber okay. So, da oben ist nichts. Die Orte sind ja normalerweise immer hier, die sehen aber normalerweise immer so aus wie die Bildschirme. Da heißt das, die ist irgendwo auf dem Segelboot. Das soll einfach nur symbolisch sein. Warp Point, okay. So. Oh. Master. Gut für ihn. Kann ich mich an ihm vorbeischleichen? Ne, ich glaube nicht. Ja. Ich tut immer so unnötiges Input irgendwie ja geben, so wie es aussieht, dieses Ding gerade vor dir, möchtest du kämpfen? Ich habe da sowieso keine Wahl hier. Boah. Boah. Alter, geht ja seine gesamte Kombo hier durch. So. Hey, wenn ich am Abwehren will. Ja. Wenn ich am Abwehren bin, dann greift mich natürlich niemand an. Ne? Ist klar. Das ist schon wieder. War voll bereit abzuwehren. Deswegen verstehe ich irgendwie nicht, warum bei Nicole irgendwie nicht angezeigt wird, dass wenn man den Controller am Drehen ist, wenn man den Angriff auflädt, dass dann irgendwie ein spezieller Angriff ausgeführt wird. Wird ja bei den beiden ja auch angezeigt, ne? Ja, wenn man Ben in der Gruppe hat, dann kommt Kollege irgendwie so einen speziellen Angriff. Was bist du? Schon gegen dich gekämpft, du siehst neu aus. Ich habe irgendwie letztens noch mal ein anderes Video gesehen von, da war irgendwie so ein Short oder so. Da habe ich irgendwie auch gesehen, wie Nicole irgendwie noch mal einen anderen Angriff gemacht hat. Da hat sie irgendwie ihren Koffer aufgeladen und dann ist sie irgendwie hingefallen. Oder dann hat ihr Schuss irgendwie, dann ist ihr Schuss irgendwie in so einen Bogen geflogen. Wie soll man das alles herausfinden? Erst einmal wusste ich gar nicht, dass es diesen Angriff gibt, ne? Und zweitens, nirgendwo steht irgendwie was von diesem einen Angriff. Wie soll man das jemals herausfinden? Also anscheinend gibt es ja noch einen Angriff jetzt, ne? Also, können die ja nicht irgendwo mal anzeigen oder so, damit man auch weiß,
Ich bin mir jetzt nicht, außer die haben da vielleicht, ich habe ja noch nicht nachgeholt in dieser Version, aber in der ersten Version wurde dann nirgendwo angezeigt, so wenn du den Controller drehst, wenn du den Control Stick drehst, wenn du ihren Angriff auflädst, dann macht sie irgendwie, weiß nicht, dann lädt sie ja noch mal zusätzlich auf und setzt sich auf ihren Koffer drauf, ne? Und anscheinend gibt es noch mal irgendwie so einen Angriff, wo sie irgendwie, weiß nicht, von ihrem Koffer runterfällt und dann fliegt ihr Schuss nach oben und landet so ein bisschen, so wie Lucys Angriff, ne? Wenn sie mit ihrem Baseballschläger ihre Schweinchen schlägt und ihn in die Luft schlägt. Ungefähr so, nur mit Nicoles Angriff ist das. Also, oh, Exit. Also kann halt mal irgendwo angezeigt werden im Spiel, damit ich ja weiß, dass dieser Angriff überhaupt existiert, weil wenn ich dieses Short nicht gesehen hätte, dann hätte ich irgendwie nie gewusst, dass dieser Angriff überhaupt existiert. Aber anscheinend existiert dieser Angriff auch, ne? Jetzt, aber er wird wahrscheinlich auch nirgendwo verzeichnet sein. Deswegen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Da muss doch irgendwo angezeigt werden, ja, damit ich auch weiß, dass erstens dieser Angriff existiert und zweitens, damit ich auch weiß, wie man den einsetzt. Ne? Ist irgendwie sehr verständlich, ne? Wir wollen ja halt irgendwie voll so ein Mysterium darum machen, so. Ah. Wenn wir es analysieren. Left gehen. What? So. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo da draußen noch mehr Angriffe, von denen ich nichts weiß, ne? Aber irgendwo muss halt ja mal angezeigt werden, ne? Damit ich auch weiß, dass die überhaupt existieren. Nein, bitte nicht. Lass dein Kind nicht mit dem Bohrer spielen. Nicht mit deinem Bruder. So, dann holen wir noch Dan Hong. Dan Hong. Wow, wo bin ich hier? Fisch. Ja, okay. Master. Ja, das hättest du mir jetzt nicht. Genau das meine ich. Muss das irgendwie wirklich erwähnt werden? Da hat sich gerade ein neuer Weg aufgetan mit einem Teleportpunkt. Dieser Teleportpunkt wird dich da unten hinbringen. Okay, habe ich jetzt auch nur alle zwei Schritte. Ich glaube, der wird mich jetzt aber treffen. Ah. Vermeide sie. Ich glaube, ich habe hier abgezogen, ne? Da wird doch bestimmt irgendwas sein. Nein, du Sack. So, jetzt aber. Ich wusste jetzt irgendwas. Ich muss hier sind noch irgendwie Belohnung oder so. Geschenke. Mhm. Aber. Nein. Boah, Leute. Oh mein Gott. Nein, nein. Boah, Leute. Ey, den kann ich nicht aus dem Weg gehen.
Schönes Viech. Kannst du... Hey! Ah, lass mich auf den Weg. So. Nervtötende. Ey, yo, was geht? Na? What? Also. Ich sag mir, die wachen hier nicht alle auf. So, der ist weg. Ich weiß nicht, warum das überhaupt der Fall sein muss, hier die zu platzieren. Wenn man sowieso nicht gegen die kämpfen muss, kann sie aber einfach auslassen. Na, Äthertropfen brauche ich eigentlich nie. Ich habe gegen irgendeinen Boss oder so. So, ja, ist klar. Kampf betreten, was? Boah. Na gut, okay, vielleicht dauert das hier doch ein ganz kleines bisschen länger. Wir werden da gleich noch Gacha spielen. Ich glaube, ich werde das hier in zwei Parts einschneiden, reinschneiden, ne? Je nachdem, wie lange das hier noch dauert. Aber es wird halt hier ein bisschen zu lange, ja. Aber ja. Leute haben sich übrigens wieder aufgeregt, dass Jane zu sexy ist, ne? In der MiHoYo-Fangemeinde gibt es echt jeden Tag irgendwas, über was sich die Leute aufregen, ne? Das ist furchtbar. Ja, irgendwie haben sich Leute darüber aufgeregt, dass irgendwie zu viel Fanservice oder so ist, irgendwie in den Trailern oder irgendwie sowas. Ich habe die Trailer nicht gesehen, aber irgendwie ist sie da ein Apfel und irgendwie ist sie in ein bisschen... Keine Ahnung, ich habe irgendwie so eine kleine Szene gesehen, wie sie irgendwie den Apfel irgendwie am Ablecken ist oder irgendwie so. Also sie tut ja ein bisschen sassy irgendwie essen. So wie ich da verstanden habe. Und einige Leute fanden das irgendwie zu krass. Aber das wird irgendwie, ja weiß nicht. Voll dadurch irgendwie übertrumpft, dass irgendwie die Leute Jane mögen. Naja, angeblich ist sie. Ist sie ein sehr beliebter Charakter. Also ja, weil irgendwie so den Hass irgendwie so oder den halt nicht den Hass, aber das, was die Leute stört, irgendwie so ein bisschen ausblendet, ne? Also weiß nicht, Leute sind wieder wütend über irgendwas, was ist neu, ne? Es ist doch immer irgendwie was, ne? Wir können ja nicht einfach irgendwie nur sitzen und Spaß haben, ne? Ich hoffe nur, wir bringen mal irgendwie mal mehr bessere Charaktere für die Events raus, hier für die Event-Gachas. So, ich tue halt einfach mal überspringen, ne? Meine Eltern. Ja, Ben und Grace, ne? Oder Anton und Grace und Ben ist das Haustier. Ich hoffe nur, die tun auch mal ein paar einzigartige Charaktere reinpacken in den Events, weil bis jetzt gab es immer nur schwarzhaarige, großbusige Frauen in den Event Gachas, bis auf Shinji, ne? Ellen, Shu One, wie auch immer man sie ausspricht, hier diese Sicherheitsoffizierin und Jane, alles schwarzhaarige, großbusige Frauen, ne? Mein Gott, die hatten genau das gleiche Gesichtsmodell. Ich hoffe, die tun noch mal ein paar andere einzigartige Charaktere reinpacken, weil bis jetzt sahen irgendwie 3 von 4 Charakteren irgendwie relativ gleich aus. Wir müssen so ein bisschen, weiß nicht. Ein bisschen Varietät reinbringen, finde ich. Ein paar Furry Charaktere und so was alles, ne? Ich hoffe, das läuft nicht so wie in Honkai Star Rail ab, ne? Da haben sie irgendwie auch Kindercharaktere, aber seit Release gab es keinen einzigen Kindercharakter mehr, ne?
Es gibt Hook, es gibt hier Baylo, ne? Diese kleinen Mädchen hier, dieses kleine Drachenmädchen und dieses eine Mädchen mit der Mütze und so. Aber seit Release gab es keinen einzigen Charakter, der irgendwie hier, weiß nicht, ein kleines Kind ist. Ich habe so das Gefühl, das läuft genauso ab in Zenless Zero, ne? Zenless Zone Zero, ne? Die haben irgendwie Furry-Charaktere eingeführt bei Release und mit ganz viel Pech wird ab jetzt kein einziger Furry-Charakter mehr hier vorkommen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Furry-Charaktere will, aber ich sage das, weil ich irgendwie... So, habe ich irgendwie ein so ein Ding verpasst? Muss ich halt noch mal spielen irgendwie, ne? Ne, hier geht's weiter. Nur ich bin halt ein Fan davon, wenn du irgendwie eine einzigartige Gruppe von Charakteren hast, ne? Und ich finde die Charaktere in Zenless unglaublich einzigartig bisher, ne? Gerade weil du irgendwie, weil nicht Furry Charaktere und weil nicht, was auch immer so Kako sein soll. Also die Hauptcharaktere sehen alle so bunt und einzigartig aus, ne? Wenn du bei den Charakteren in Genshin oder Honkai Star Rail anschaust, da kannst du ja irgendwie, die sehen alle, die haben alle so ein bisschen so einen ähnlichen Style, ne? Sind alle relativ ähnlich, ne? Vom Design, von der Kleidung und was weiß ich nicht alles, ne? Aber dann kommst du hier in dieses Spiel, da hast du irgendwie, weil nicht normal aussehende Charaktere, wie weiß nicht, wie Grace oder so. Dann hast du irgendwie so einen Cyborg in Form von Billy, dann hast du irgendwie so ein normales Mädchen, so normale Mädchen wie Anbi und Nicole, dann hast du ein Katzenmädchen mit Nekomata, aber dann hast du irgendwie einen sprechenden Bären, Mädchen in der Maid Uniform mit Haifisch, mit einem Haifischschwanz, dann ein Werwolfmann, was auch immer Sokako sein soll, irgendwie so ein Dämonenmädchen oder irgendwie sowas. Ich will halt damit weitermachen. Ich will halt dieses, die Hauptcharaktere in diesen Spielen einzigartig und vielfältig und bunt sind. Je mehr, desto besser. Und den Eindruck habe ich bei den Event-Charakteren bisher noch nicht so. Deswegen hoffe ich, das ändert sich, weil ich habe auch schon gesehen, irgendwie, wie gesagt, es gibt irgendwie so ein Roboter-Mädchen oder irgendwie sowas, so ein Idol, Roboter-Idol oder irgendwie sowas. So mehr davon, mehr so sehr skurrilere und einzigartige Charaktere, bitte. Das wäre richtig cool. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal so eine Fraktion, die nur aus irgendwie so Furry-Charakteren besteht. Das wäre doch geil, ne? So eine Gruppe, die einfach nur Furry-Charaktere sind, ne? Irgendeine Art Gruppierung, die irgendwie nur Furry als Mitglieder hat oder irgendwie sowas, ne? Aber doch richtig geil, so wie Kaidos Piratencrew in One Piece, ne? Der hat ja auch nur Beast-Leute und so, ne? Sowas in der Art, ne? Irgendeine Gruppe, die aus irgendeinem Grund nur Furry-Charaktere hat, irgendwie sowas. Oder nur Cyborgs oder irgendwie sowas, so wie Billy. Sowas bräuchten wir. Oder nur so Katzenmädchen oder so Charaktere, die irgendwie so Hybrid sind, ne? So wie Nekomata oder Jane. Irgendwie sowas, ne? Nicht so ein gemischter Haufen, einfach nur so eine Gruppe, die nur eine Art von Rasse oder irgendwie sowas sind. Ich habe das Gefühl, da ist richtig Potenzial drin, ne? Ich finde es immer noch kacke, dass in Honkai Star Rail keine Außerirdischen gibt. Ich meine, es gibt Außerirdische. Theoretisch ist jeder ein Außerirdischer in Honkai Star Rail, aber ich meine so richtig Außerirdische. So mit Antennen, Tentakel und was weiß ich nicht alles. Irgendwas, was auch wie ein Außerirdischer aussieht. Ich meine, wir reden ja von einem Weltraum. Von einem Weltraum-Fantasy-Spiel, ne? Dass da keine Außerirdische vorkommen, das finde ich immer noch irgendwie kacke. Und der Grund ist natürlich ganz offensichtlich, ne? Oh, wir brauchen Waifus, ne? Wegen Geld, ne? Ja, wir könnten irgendwie so einen Außerirdischen mit irgendwie 50 Tentakel oder so als Charakter einbieten, aber das verkauft sich nicht, ne? Wir brauchen Waifus, damit die Leute irgendwie ja Geld ausgeben. Einige Leute beschweren sich auch in Genshin Impact, dass es da keinen Charakter gibt, der irgendwie aussieht wie ein alter Mann oder eine alte Frau, ne? Obwohl ich das voll anbieten würde. Weil alle Charaktere immer hunderte oder tausende von Jahren alt sind, ne? Aber es gibt irgendwie
rostigen alten Mann oder keine erfahrene alte Frau mit grauen Haaren oder irgendwie so, ne? Und der Grund, warum es diese Charaktere nicht gibt, ist, weil niemand dafür Geld ausgeben würde, ne? Wo ich mir ziemlich sicher bin, einige Leute würden das machen. Einfach nur, weil das einzigartig ist. Ja, ich weiß, ich passe hier gerade nicht auf, aber ich bin gerade so... Ich bin jetzt gerade so tief drin hier. Sobald eine Katze nur so aufploppt, halt ich den Mund. Der Typ ist böse. Der macht alles für sein Mädchen. Sein Mädchen, sein Kind findet das nicht toll. Jetzt erfährt er gerade, dass sie es nicht toll findet. Er wird sich wahrscheinlich gleich ändern und wieder zum Licht zurückkommen. Ne? Also nichts, was man nicht jetzt schon noch nie gesehen hätte. Ne? Also ich. Ja, sie finden es nicht gut, dass ihre Freunde in Gefahr sind wegen all dem. Ich passe schon ein bisschen auf. Ich muss mich nur halt irgendwie aber über die ganzen Sachen der gerade auslassen, weil mich die auch wurmen. Wenn Genshin Impact irgendwie so ein alter Knacker hinzugefügt wird, ne, dann ich bin mir ziemlich sicher, wird einer der erfolgreichsten Charaktere überhaupt sein. Einfach nur, weil es so einen Charakter bisher noch nie gab, ne? Da wird sich doch voll anbieten. Aber die müssen halt immer so sicher spielen, ne? Die müssen irgendwie immer big-busige Mami-Charaktere irgendwie hinzufügen. So, unsere Target-Audience ist horny, also müssen wir geil aussehende Charaktere reinpacken und nicht irgendwie so einen alten Knacker, ne? Obwohl ich auch voll der Fan dafür wäre, wenn wir irgendwie so ein Zen-Charakter irgendwie hätten, ne? So ein alter, so ein Charakter wird sich sowas von anbieten, ne? So ein typischer alter Mann in Anime, ne? Keine Ahnung, der irgendwie so ein Schwert irgendwie in seinen Laufstock oder so versteckt und voll der erfahrene Schwertmeister ist oder irgendwie so. Der ist doch geil, sowas. Da würde ich doch voll anbieten. Ich finde, das könnte man mindestens so einmal machen, einfach so, um zu experimentieren, ne? So, wie gut das ankommen will. Ne? Ich habe das Gefühl, das wird ziemlich gut ankommen. So, Cutscene? Ne, boah. Es gibt eine Cutscene pro Agentengeschichte, ne? Also auf eine warte ich noch. So, ich habe jetzt die Klappe. Ich fokussiere mich mal wieder auf die Story. Ich wusste schon. Habe schon gedacht, klang irgendwie so ein bisschen. こんな報道が出たら、お宅の広報はどうするかな。うちの広報担当は安藤ってやつが兼任しててな。その場で新聞をギタギタにして終わりだ。さあ、アーミー、家に帰ろう。ここは危ない。帰ったらパパがちゃんと説明する。いいか、大人の世界というのはな、白と黒の二択じゃないんだ。 それは黒一択ってか。黙っていろ。思ってたんだけどよ。大人の世界ってのがまずおかしいだろ。大人と子供が違う世界で生きてるってのか。子供のためにてめえのいる世界をマシな場所にすんのは大人の仕事じゃねえのか。ガキの頃世界は真っ黒けの海だと思ってた。そこを泳いでる純粋な魚を 片っ端から同じ色に染めちまうような。私はそうなりたくなくて、毎日何かに腹を立てちゃう。全力でその何かに逆らってた。今、単純に。Jetzt habe ich die Welt mit dem Hammer gehauen. Deswegen habe ich die ganze Zeit mit meinem Hammer auf dem Boden. Nicht um meine Gegner zu töten, sondern um meine Wut an die Welt auszulassen. Daro, Aho no Kōchō Sensei. 若くして父親の会社を継いだだけの小娘に私たち庶民の何がわかる。私は私が努力しなければ娘には何一つ残してやれんのだぞ。 Ich meiner
Nein, jetzt habe ich ihn. Habe ich gerade ein Video aufgenommen? Boah. Und ein Screenshot machen. Stand schon wieder ein Rechtschreibfehler. Es sind 4 Rechtschreibfehler in einer Agentengeschichte. Wie sieh mich nicht an? Wir reden noch. Wir reden nur über Funk oder so, ne? ich wusste, sie hat sie gemeint. Ja, ich bin die stärkste KI und die nervigste von allen. So, warte, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Platz auf meiner Festplatte. Ja. Ich weiß, ich habe ein paar Sachen gelöscht, um frei zu machen, aber ich habe, glaube ich, noch gar nicht meinen Papierkorb gelöscht. So. Ah, jetzt habe ich wieder genug. Nicht, dass ich irgendwie aufnehme und auf einmal heißt es, oh, deine Festplatte ist voll. Und ja, Videos. Aufgenommene Videos sind riesig. Ne? Also so ein Part hier. So von einer Stunde, der ist ungefähr 20 GB groß. Ne? Da tut sich schon so ein bisschen stapeln. Ne? Deswegen ist meine Festplatte. Und ich habe aber nicht so eine große Festplatte. Und daher, wenn kann halt sehr schnell relativ voll wird, wenn ich nicht ein paar alte Videos hier lösche, ein paar Rohdateien und so weiter alles. Und ich hatte glaube ich noch irgendwie gerade 12 GB. Jetzt habe ich habe einige Sachen gelöscht, aber ich habe den Papierkorb nicht gelöscht, deswegen ist das noch irgendwie vorhanden gewesen hier. So, weit kommt nicht immer noch eine Cutscene? Vielleicht kommt die noch, ne? Kann jetzt noch kommen außerhalb der Öle, ne? Also keine Kampf verbundene Cutscene. War jetzt gut gemacht. Kulia hat sich gewählt und sie wird den Verlauf dieser Angelegenheit weiter im Auge behalten. Wenn es Neuigkeiten gibt, wird sie sich sicher auf informieren, so wie sie es immer tut. Okay, genau. Ja, dieser Kerl hat wirklich bis zum Ende für jeden Menge Ärger gesorgt. Im Moment bringt es nicht, sich so viele Gedanken zu machen. Lass uns lieber zuerst schlafen gehen. Gute Nachweis, du sollst heute nicht länger später schlafen. Nach ein paar ebenso unruhigen Tagen. Poxy, Emmy hat mich gebeten, auf den Lumina-Platz zu treffen. Sie ist diejenige, die mir alles über diesen Schurkenrektor erzählt hat. Sie hat ja auch Snacks mitgebracht. Was für Snacks? Kannst du zu uns kommen und mit uns sprechen, wenn es dir passt? Wir warten auf dich auf dem Lumina-Platz. Alles klar. Dann wartet auf mich. Ich komme für die Snacks. Da. Ich habe gehört, hier gibt es Snacks. Warum sieht sie von der Perspektive größer als Kollege aus? Wieso erinnert mich ihr Design irgendwie an Fischl? Schwarz, lila, blonde Haare. Ich könnte mir vorstellen, Fischl. Wenn sie, als sie jünger war, also Fischl aus Genshin Impact, Best Girl übrigens. So, ja, ihre Stimme klingt nämlich gleich. Ist das die Stimme von Fischl? Könnte sogar die Stimme sein, ja. Könnte sogar echt die Stimme von Fischl sein, ja. Vegas, geh mal zurück zu meinem letzten Genshin Impact Part, den ich letztens hochgeladen habe.
Da müssen wir Fische lernen, also dieses blonde Mädchen mit den Raben hier. Mit den schwarzen Klamotten. Ich glaube, da ist die gleiche Stimme.引っ越しに転校。私たちにはまだまだお金が必要なの。ってことは結局転校すんのかよ。私はパパみたいに全然しくなれないもの。何事もなかったみたいに、みんなと向き合うなんて、あんなことをしたのが私のパパだってバレたら絶対みんなに白い目で見られるわ。そうなったらダンやリーシャもいじめられちゃうかもしれない。 あのおバカさんたちはきっと私をかばおうとする。どうせ転校する予定だったんだもん。このまま流れに身を任せちゃった方がいいわ。アミ、転校する最後の日に売店にあったパイナップルパンを全部買ったの。あなたたち二人もクレタの友達なのね。ほん、次はこっちの二人もおやつに誘おうかしら。 パイナップルパンだけじゃ喉に詰まっちゃいそうだし、ちょっと待ってて。お兄ちゃんと飲み物を買ってくるよ。何がいい？コーヒーでいい。姉貴も来るはずだったんだが、昨日は徹夜してたみたいでよ。後で持ってってやんねえとだ。私はね、ニトロフューエル。お前の。ナイトロフュー。ゴールドクラッシュバンディクッドスピー。 Kleda und Emmy finden einen Ort zum Plaudern, während sie auf ihre Geschwister warten. Auf die Geschwister warten. Ich habe so das Gefühl, es gibt keine Katzen hier. Eine animierte. Das ist komisch. Bis jetzt gab es in jeder Agentengeschichte mindestens eine Katzen. Ja, guck mal, jetzt sieht sie wieder viel größer aus. Vorhin war sie noch nicht mal größer. Warum ist sie auf einmal so groß? Warum sind all diese Kinder? Warum reden all diese Kinder so? Was ist das für eine Perspektive? Man kann diesen fünfjährigen Mädchen wortwörtlich unter den Rock gucken. Alter Leute. Haben sich Leute auch darüber aufgeregt, aber so weit regen die Leute sich wahrscheinlich nicht auf online, ne? なら、私より強くならねえとな。 やべ、いつの間にか食ってた。ああ、クレタってば、パイナップルパンに夢中で私たちのこと忘れちゃったんだ。ちげえって。これはその。おら、半分から。いやじゃなけりゃだけど。 Es ist schon spät, also verabschieden sich die vier an der Metrostation. Die meinen sie mit der Metro heimgefahren. Verflixt, ich habe nur ein Viertel des anderen Brötchen gegessen. Jetzt bin ich sogar noch hungriger. Und es ist auch schnell nach Hause gehen, um etwas zu essen. Kommt echt keine Cutscene. Was soll ich denn dann mit dem Intro machen? Ich tue da immer hier ein paar Szenen, die animierten Cutscenen ins Intro packen. Was soll ich denn dann da reinpacken? Boah. Muss. Hättest du dich selbst für einen Erwachsenen oder für ein Kind? Ich bin für mein Kind. Ich kann mir vorstellen, wie du was sagst. Ein bisschen ausdruckslos, doch irgendwie süß. Ich bin ein Kind. Fast vergessen. Ich bin ein taubes Nüsschen. Ja. Bei der Hilfe lang, ich hätte ich das alles nicht geschafft. Nicht nur als verwandtlich für die Proxer, sondern auch als Freund hast du mir geholfen. Hätte ich als Kind einen zuverlässigen Freund wie dich gehabt, wäre es mir das Aufwachsen vielleicht nicht so schwer gefallen. Danke.
Fühlt sich komisch an, so etwas zu sagen. Vergiss es einfach. Ich werde das nie vergessen. Ah, bitte vergiss es. Ich kaufe dir auch ein anderes Brötchen. Und damit du wieder die Hälfte davon futtern kannst. Ich muss später arbeiten. Hast du auch etwas zu tun? Du hast auch etwas zu tun, oder? Ist das, was es bedeutet, erwachsen zu sein? Doch, ich habe nie daran gedacht, in das Vergangenheit, in die Vergangenheit zurückzukehren oder so etwas. Entschuldigung. Muss kurz aufstoßen. Ich habe hart gekämpft, um hier zu stehen. Um heute hier zu stehen, genau wie du. So, sprich mit Belle. Mein Gott, das war schon wieder ein Abenteuer, ne? Weiß, ist das eine PN von Koleda? Wann lädst du endlich Weiß und mich auf Ananasbrötchen ein? Ich kann es kaum noch erwarten. Geschichte pausieren? Ja, dann wünsche ich uns. Geht's noch weiter? Irgendwann? Oder wie haben wir mit dem einen Typen irgendwie noch nicht so richtig hier abgeschlossen oder so? So. Die Augen gerade gesehen? Boah. Sieht cool aus. Das wahre Ende. War es das wahre Ende? Es sah noch ein bisschen nicht so abgeschlossen aus, jetzt wo ich darüber nachdenke. So, ich muss mal kurz gucken. So. Vertrauen von Stufe 4. Das Vertrauen von Stufe 4. Ja, Jane ist irgendwie nicht hier, ne? Wir sind ja nur Charaktere, die ich auch freigeschaltet habe. Deswegen ist sie wahrscheinlich nicht hier, ne? Weil, upsala, weil Shinjis Ding hatte ich auch schon, ja, wo ich noch gar nicht ihre Agentengeschichte abgeschlossen habe, ne, weil ich halt diese eine Quest hier abgeschlossen habe. Also vielleicht gibt es von ihr auch ein Dings, ne, von ihr ein Wallpaper oder so. So. Kannst sogar sehen, wann ich das hier alles gemacht habe. Ein Monat. Das ist ja Leben. So, bevor wir dann ja weitermachen, ne? Ich nehme an, das wäre dann jetzt zwei Parts, ne? Wenn uns wieder zu lang. Eine Sache wollte ich mal kurz zeigen. Offiziell haben, was ist hier? Ist ja eine neue Quest oder hat aber mit denen zu tun hier? Ne, das ist wieder was anderes. So, und zwar jetzt war gerade so ein Event am Laufen, ne? Das ist irgendwie so ein kleines Minispiel. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie das aussehen würde, ne? Da fand ich ja relativ interessant, was da passiert ist. Ich zeige euch jetzt nur ganz kurz, wie das Spiel aussieht, ne? Das ist doch gar nicht hier, das ist hier im hier in der Sicherheitsbehörde ist das. Warum werde ich hier hingeschickt? Ach so, weil ich die Quest noch nicht, alles klar. Und zwar, man hat hier so ein kleines Minispiel, da muss man mit ihr reden und sie muss irgendwie, dann schlüpft man in ihre Rolle und dann kann man hier irgendwie so kleine Sachen hier machen, ne? So, du darfst ja nur den Leuten so oder so das hier geben, ne? Und ja. Dann kommt hier so ein kleines Minispiel und dann, genau, da kommen einige Charaktere, ne? Hier, man muss irgendwie, weiß nicht, gucken, ob irgendwie hier, so, man muss sich das hier durchlesen und gucken, ob das hier genehmigt werden darf oder nicht, ne? Da muss man hier gucken, was man hier beachten muss, ne? Da muss man hier auswählen. Ob das genehmigt wird oder nicht, ne? Dann kann man hier Viereck drücken, um den Charakteren um zu gucken, ob das hier um die Charaktere um Hilfe zu bitten, ne? Und dann, wenn man das macht, dann kriegt man Punkte, ne? Genau das ist das, was ich ja sagen wollte. Ja, normalerweise sind hier irgendwelche random Charaktere, ne? Ich mache jetzt einfach irgendwas, ne? Aber manchmal kommen ja auch hier irgendwie wichtige Charaktere. So, mach mal hier weiter. Und vollständig, boom. Ja, genau. Manchmal kommen ja auch spielbare Charaktere, ne? Und der Grund, warum ich das jetzt zeige, ist, weil ich habe da übrigens schon alles erledigt. Der Grund, warum ich euch das zeige, ist, weil unter diesen spielbaren Charakteren, die da aufgetaucht sind, kamen auch einige spielbare Charaktere, die noch gar nicht draußen sind. Und deswegen muss ich mal kurz hier hin, weil ich habe ja irgendwie so eine Quest. Ich nehme an, das ist irgendwie so eine Quest im Sinne von, ja, du hast die Mission hier abgeschlossen, ne? Und jetzt kannst du irgendwie deine letzten Belohnung abholen, ne? Und genau die beiden Mädels hier. Die beiden Mädels hier sind auch aufgetaucht während dieser Quest, ne, anstatt Nicole und Ben. Und ich glaube, die beiden sind irgendwie auch Mitglieder von Lucys und Pipers Gruppe, ne, Fraktion. Ich glaube, sie heißt irgendwie Caesar, ne? Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie heißt Caesar.
Die sehen aber richtig cool aus. Die sind auch irgendwie, glaube ich, Mitglieder von der Söhle von Kalidon. Ja, genau, die haben ja so eine Weste hinten. Genau, genau, da ist die Weste ja von denen. Da sind diese, hat sie auch irgendwie so ein Zeichen, ja, auf der Brust oder? Ich werde jetzt nicht da weiter dran zoomen. So, das hier werde ich hier offscreen, ja, ich werde hier mit dir offscreen sprechen, ne, weil ist jetzt nicht wichtig, ne. Aber ja, hier haben wir schon wieder zwei Charaktere, die noch gar nicht draußen sind, aber schon irgendwie hier. Piper und Lucy sind auch hin und wieder mal hier so die Stadt am Laufen, ne? Lucy habe ich auch irgendwie mal schon gesehen, Piper auch. Also die sind, die ganzen Charaktere von dieser Fraktion, die sind schon hier die ganze Zeit im Umlauf, aber noch nicht irgendwie draußen, ne? Also ich hoffe, die kommen irgendwann mal raus. Es gibt da irgendwie schon so einen Trailer von Zenless Zone Zero, oder sieht man irgendwie schon alle Fraktionen, ne? Dann sieht man hier Sokakos Fraktion, man sieht hier Soldati Nummer 11 Fraktion, ne? Und von den Charakteren sind ja auch noch keine anderen Charaktere draußen, ne? Und aber man hat schon alle Charaktere gesehen, ne? Von der Sicherheitsbehörde hat man schon alle Charaktere gesehen, von der, wie heißt die, Obolo Gruppe oder irgendwie so. Das ist irgendwie die Gruppe von Soldati Nummer 11. Dann gibt es irgendwie hier die diese Höhlen, wie heißt die nochmal, Fraktion Nummer 6 oder irgendwie so was, hier die Gruppe von Sokako, und die hat man da alle gesehen. Jetzt so ein bisschen flüchtig halt nur, aber man hat alle schon gesehen von den Fraktionen, und die kommen dann hier, Obol-Truppe heißen die, genau, und da hat man schon alle gesehen, ne? So, haben jetzt gedacht, vielleicht kommt jetzt hier was Neues, aber nee, wir hatten ja Kollega schon, genau. Ja, ich hatte sie schon die ganze Zeit, aber jetzt kann ich das Freundschaft mit ihr sammeln. Ja. Gut. So, dann machen wir uns jetzt hier noch auf und spielen ein bisschen Gacha. So ein ganz kleines bisschen, ne? Die heutige Gacha involviert erst einmal Jane. Wenn wir sie bekommen würden, wäre natürlich klasse, aber ich werde erstmal nur so lange pullen, bis wir Seth haben. Was ja hoffentlich nicht so lange dauern sollte, ne? Weil das ist irgendwie wahrscheinlicher, ne? Ich habe übrigens wieder ein paar Punkte hier angesammelt, deswegen das war der, was war er nochmal? Physische Charaktere, genau. Ich glaube, ich will einen anderen, ehrlich gesagt. Ich benutze die ganze Zeit hier diesen einen, den ich schon habe. Was brauche ich denn hier noch? Elektro, Ether. Für Elektro-Charaktere wäre eigentlich nicht schlecht, ne? So. Habe ich. Ich habe Rina, ich habe Shinji, ich habe Anbi. Ich glaube eigentlich, das Ding wäre irgendwie besser, ne? Weil halt eine Ding ist irgendwie schon so auf physische Charaktere ausgelegt. Weil ich schon auf Level 60 gebracht habe, dieser Tütenbangbo. Ihn habe ich auf Level 60 schon gebracht, weil ich irgendwann ja eine Komata bekomme. So, Eis-Charaktere habe ich nur einen, deswegen bringt mir das nichts. Ether-Charaktere habe ich auch nur einen. Ich glaube, ich nehme lieber das Ding. Er wird auch fortgesetzt, ne? Ja. Dann holen wir erstmal das Elektro-Ding, ne? Falls wir das bekommen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Geben die Dinger aus, ne? Weil die Event-Gacha natürlich interessant heißt, ne? So, nur ein Ding. Und dann war es das auch. Tränebo. So, dann können wir ja schon direkt skippen. War das einzige, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den schon hatten. Maximal. So, gehen wir die Dinger aus. Ich muss immer aufpassen. Oh mein Gott, vier Sachen. Weil das schreckt mich immer so ein ganz kleines bisschen. Weil jedes Mal, wenn irgendwie diese Animation kommt, dass man einen 5-Sterne-Charakter hat, den hier benutze ich auf Level 60. Aber genau den da. Ja, schon maximiert übrigens, deswegen bringt mir halt jetzt hier nichts, weil jedes Mal haben wir das gehört, weil jedes Mal, wenn diese Animation anfängt, ne, wenn alles irgendwie anfängt zu leuchten, wenn ein 5-Sterne-Charakter kommt, ne, dann ist mein Controller voll am Abgehen, so. So, gut, dann tun wir ein bisschen pullen, ne? Wie gesagt, unser Hauptmerkmal ist erstmal Seth, ne? Und ja, ich meine, wenn wir sie bekommen, wäre natürlich auch cool.
aber ich tue mich jetzt nicht so darauf einlassen, ne? So, wir pullen jetzt erstmal so lange, bis wir Seth bekommen, ne? Gut. Sollte hoffentlich nicht so lange dauern. Wenn wir sie auch bekommen, wäre natürlich cool, aber ich stelle mich jetzt nicht so darauf ein. Na, gucken wir mal, was kommt, ne? Wir kriegen zwei A-Sachen ausgezeichnet. Er ist aber bestimmt schon dabei, ne? Könnte jetzt eigentlich schon vorbei sein. Ne, es ist Ambi. Ambi hat auch eine erhöhte Chance. Alles klar. Da muss ich mir erstmal gucken, was die nächste Gacha so zu bieten hat, ne? Und sonst werde ich erstmal sparen. So, ey, du Ding. Okay. So, jetzt haben wir wieder Billys Ding hier, natürlich maximiert. Nicht maximiert. Billy bin ich gerade am Trainieren, von daher warum nicht, ne? So, ja damit. 52%, mein Gott. So, wie man gesehen hat gerade, ich habe Rinas Ding schon hochgelevelt. Da, sie ist eigentlich auch schon ein paar Mal, ne? Bei der Stadt mit so einem Gegner mit so einem Schaden um 30%. So, haben wir gehört. So, lass mich ran, ich werde die ganze Zeit Anbi bekommen, ne? So, mal schauen. So. 75 suchen, ja, da wird noch ein bisschen dauern. Da will ich erst mal sehen, was die nächste Gacha zu bieten hat, bevor ich weiter diese Gacha spiele. Nur ein A. Buh. So, ist eigentlich viel einfacher als in Genshin oder Honkai Star Rail, ne? Und es gibt nur zwei Charaktere, dessen Wahrscheinlichkeit erhöht wurde, ne? Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, beide zu bekommen. Und da ist er. Seth Lowell. Rekrutiert. Ne, nicht rekrutiert, kontaktiert, ne? Oder wie heißt das offiziell, wenn man einen Charakter hier bekommt? So, und da war's, ne? Also weiter. So, dann war es das für diese Gacha, ne? Habe ich alles, was ich brauchen wollte. Wie gesagt, ich werde erstmal gucken, was die nächste Gacha zu bieten hat, bevor ich hier diese Gacha nochmal weiterspiele. Weil wenn die nächste Gacha wieder einen Charakter hat, der mich mehr interessiert, dann will ich wahrscheinlich wieder noch ein bisschen sparen. Ansonsten warten wir. So. Mein Charakter wieder hier neu ausgezeichnet. Ich bin schon durch diese ganzen Bildschirme durchgegangen, habe mir die Animation angeschaut. So, wenn ich ihn noch hoch trainiere, dann hätte ich schon zwei Charaktere von denen. Kann ich auch seine Freundschaft jetzt erhöhen? Ja, ne? So, ihre Animation habe ich mir auch schon so angeschaut, ne? Natürlich sind die sehr sass, ne? So, ich finde gut, dass sie diese Animation hat, wenn sie ihre Daumen hier so einhakt in ihren was auch immer die Dinger sind, ne? Diese Reißverschlüssen oder so. So. Und ja, mir ist es halt wichtig, auch die ganzen 4-Sterne Charaktere zu haben, ne? Weil sind am Ende des Tages sind das immer noch Charaktere, ne? So, und jetzt lass mich mal gucken. So, ja, er wird auch. Das heißt, seine Freundschaft kann ich auch erhöhen. Sehr cool. Das heißt, ich kann Koledas und Seths Freundschaft erhöhen. Ausgezeichnet. Warte mal, wann kriege ich immer hier Master-Kassetten, ne? Ich kann ihn ja mal wenigstens auf Level 10 hochbringen, ne? Ich habe ja wieder hier ein bisschen was. Boom. So, boom, befördern. Und boom. So, wenn ich jetzt ihn noch mal auf Level 40 bringe, kann ich die Dinger hier zusammen farmen. Ich habe 6. Nein, das wird nichts. Da wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier wieder 10 zusammen bekommen habe. So, okay. Aber das heißt, was ich haben wollte, ne? Ich wollte mindestens Seth. Wie gesagt, je nachdem, was die nächste Gacha hier zu bieten hat, wenn der nächste Event-Charakter wird, werde ich vielleicht für sie spielen. Weil ich hätte sie irgendwie lieber als hier. Obwohl Ellen hätte ich ehrlich gesagt auch, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich muss halt ein bisschen sparen. Mal gucken, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr Cäsar oder hier das andere Mädel, was wir gerade gesehen haben, wenn eine von denen zum Beispiel in der nächsten Gacha ist, dann würde ich definitiv eher für die pullen, weil ich finde die viel cooler. Hallo, ist das Random Play? Ja, genau. Unbekannter.
Hallo, ja, ein Film für einen Menschen. Habt ihr solche Videokassetten? Ich kann eine Liste für euch zusammenstellen. Ist wirklich professionell. Ich danke. Entschuldigung. Die obige Nachricht habe ich nicht gesendet. Ich habe den Becher einer Kollegin umgeschossen und bin losgegangen, um Taschentücher zu holen, und mein Handy lag auf dem Tisch und sie hat es einfach genommen. Hallo, bist du immer noch da? Ich muss keine Videokassette ausleihen. Es tut mir wirklich leid für die Umstände. Hallo, kannst du meine Nachricht noch empfangen? Entschuldigung, ich habe gerade die Liste erstellt. Ah. Also war es ein Streich? Okay, vergiss aber, dass ich als extra sortiert habe. Mein Gott, warum? Was soll mit diesem passiv-aggressiven? Er hat doch gerade erklärt, was passiert ist. So, ey, warte mal, der ist ja gar nicht. Oder sei jetzt hier. Ich dachte, ich kann seine Links hier. Ja, vielleicht wird er irgendwie an freigeschaltet, ich weiß es nicht. Und vielleicht muss ich doch irgendwie, ich habe doch jede Quest erledigt. Ich weiß es nicht. Na gut, wir sind ja fertig, ne? Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit, ich glaube, von Lycon ist, glaube ich, der nächste Charakter, ne? Der gespielt werden muss, ne? So, kannst du jetzt mal endlich weggehen? Dieses Ausrufezeichen nervt mich nämlich hier. Genau, von Lycon ist der nächste Charakter, den wir dann machen in der Agentengeschichte. Da wird mir immer noch angezeigt. Wo? Oh, hier ist doch nichts. Na gut. Ja, gut, dann werden wir nächstes Mal die nächste Agentengeschichte weitermachen, ne? Und ja, ich werde dann hier weiter, weil ich mein übliches Zeug machen, ne? Charakter hochgrinden und so. Nebenquest erledigen, was weiß ich nicht alles. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Genau, und Koledas Freundschaft und so weiter, das werde ich alles neu erhöhen. Gut. Die Cutscenes werde ich dann natürlich wieder alle ansammeln und so, ne? Warte mal, kann ich bei Seth hier nachschauen? Hm. Na, geht ein Fallschein. Dieser Kind kann in der Stadt angetroffen werden. Ich kann ihn aber nicht anschreiben. Noch nicht. Oder bin ich einfach nur blind? Man muss da wahrscheinlich erstmal noch freigeschaltet werden, ne? Hier auf diese Weise. Also warum werden die hier so eingeteilt? Keine Ahnung. So, jedenfalls, ich bin die Part hier. Ne? In der nächsten Folge sehen wir uns mit von Lycons Agentengeschichte wieder. Ne? Alles klar, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Wow. Ciao, ciao.